Mahlzeit. Ich bin's, der Dirk. Kurzes Video über die Suzuki GSX 1100 Vergaser, die zum Revidieren hier bei mir sind. Hier sind sie schon mal Ultraschall gereinigt. Soweit sauber, die Gehäuse. An Innereien fliegt einiges raus. Düsennadel, Nadeldüse, Hauptdüse, weil da auch drei verschiedene verbaut waren. Und diverse halt O-Ringe, Dichtungen und so Kram. Und das sind Sachen, die heute von mikunitopen.de angekommen sind. Das packen wir jetzt mal gerade aus. Und dann schauen wir mal. Morgen wird dann das Video gemacht mit dem Achtung. Das sind so die restlichen Sachen, die halt alles noch zu der Suzuki GSX-R 40er Mikuni-Vergaser dazugehören. So. Also, bis später. Morgen wird dann ausführlich das Video gemacht. Top-Helm wie immer, erste Sahne. Einen Tag nach der Bestellung kommen die Teile normalerweise schon an. Schnieschner. Achso, nein. Wollte ich ja nicht mehr sagen, das Schnieschner Schnappi. So. Genau. Ja. Diese Vergaser werden offen gefahren, das heißt mit offenen K&N-Filtern dahinter. Abgestimmt worden sind die seinerzeit mal irgendwann von Christian Mende, Powered by Mende. Ich weiß nicht, ob einem das was sagt, leider ist er seit 2016 verstorben. Aber der hat allgemein schnelle Mopeds gebaut. So. Da haben wir alles drin. Kleines Tütchen. Gucken wir jetzt mal kurz, was alles drin ist. Auspacken tue ich es heute jetzt auch nicht mehr. Viermal Nadeldüse. Viermal O-Ring. Das sind die, die unter die Gasschieberführung kommen. Hier unter diese Dinger. Von unten. Viermal Nadeldüse. Im Einzelnen kann ich im Video morgen oder beim nächsten Mal werde ich dann nochmal aufzählen, was genau verbaut ist, weil wer ein ähnliches Moped hat und offen fahren will, ist das eine gute Basis für die Abstimmung. Viermal Hauptdüse. Da waren aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen drei verschiedene, und zwar 160, 162, 158. Also das war alles gemischt verbaut, allerdings mit so geringem Abstand, dass es nicht wirklich wesentlich ins Gewicht fiel. Warum das so war, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil vier gleiche nicht vorhanden waren und das so nah beisammen lag, dass wer auch immer das nun war, gedacht hat, spielt keine Rolle, was auch nicht wirklich ein Riesenproblem ist. Jetzt kriegst du jedenfalls 4x160 rein. 4x Schwimmerkammerdichtung. O-Ring für, sag schon mal, für den Sitz vom Schwimmernadelventil. Und viermal O-Ring für dieses Kaltstartröhrchen, was in dieser Schwimmereinheit vorne drauf, seht ihr, den schwatten O-Ring, den noch viermal. Es wird noch mehr neu gemacht, aber einen Teil der Teile hatte ich halt da, also die O-Ringe für Gemischschrauben und was weiß ich, so Kleinkram halt. Gut, das wäre es für heute. Um diese Vergaser also geht es dabei, ne? Das zeigen wir dann morgen nochmal genauer. Unabhängig jetzt von diesen Suzuki-Vergasern, als nächstes sind unterwegs zu mir anscheinend von der ZXR 1200S, ZRT 20
A, B, weiß ich jetzt nicht genau. Jedenfalls, die Dinger sind unterwegs zum Revidieren. Ich weiß nicht genau, wann die ankommen, aber dann werden die halt auch verfilmt sozusagen. Gut, dann würde ich sagen, bis später. Der Dirk war es für heute.